Ja, das ist so, ich war bei der Löwe, habe ich immer Training mit der zweiten Mannschaft gemacht. Ja, München, ja. Und dann, ja, durch meinen Berater habe ich so Angebot bekommen, dass ich soll hier Probetraining kommen. Dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich. Dann vom Probetraining habe ich gut gemacht, dann, ja, das hat geklappt mit Vertrag und alles. Ja, ich glaube momentan, ich bin fit, weil wo ich war hier, ich war noch nicht fit, aber mit Vorbereitung und wo ich war auch in Afrika, habe ich ein bisschen trainiert und momentan, ich fühle mich sehr gut und dann, ja, ich werde auch das Stadion am Samstag am Spiel. Hast du immer noch Kontakt zur Nationalmannschaft Togo oder ist das Thema auch für dich erledigt? Nein, momentan ich konzentriere mich auf an Saarbrücken, aber mit Nationalmannschaft. Ich habe ein paar Anrufe bekommen, aber erste Position kommt Saarbrücken, danach Nationalmannschaft. Ja, ich glaube, im Fußball alles, das geht schnell. Bevor ich nach Aston Villa fahren. Ich war in Schweiz, in der Schweiz, zweite Liga. Dann bin ich von da nach Aston Villa und dann 4 Jahre in Aston Villa. Das hat nicht so gut geklappt. Dann war ich ohne Verein. Dann habe ich Angebot von hier bekommen. Habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich muss hier kommen, dann wieder neu fangen. Dann ich werde mal mein Bestes tun. Dann komme ich wieder weiter.